Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloody Beach 2. Wir sehen hier im kurz zusammengeschnittenen Stil, wie ich noch ein paar Bäume fälle, weil das, was ich vorhabe, das ist ein wenig umfangreicher. Manche Leute haben in den Kommentaren schon vermutet, dass, dass ich das Ganze hier nicht ganz ernst nehme, was vielleicht daran liegt, dass ich alleine bin und dass ich noch nie PvP so richtig gemacht habe als Projekt. Und, dass ich... Okay, machen wir das Loch mal zu. Ah, wir brauchen Erde, um das Loch zuzumachen. Dass ich, wie soll ich es ausdrücken? Ich bin nicht so der PvP-Spieler. Aber ich dachte mir, ja, das Projekt, das ist eigentlich ganz nett. Ich meine, ich kann nicht gewinnen, weil ich bin alleine. Ich bin quasi in einem Einer-Team. Das hat leider zeitlich nicht ganz hingehauen mit dem Teampartner. Und, hier ist ja noch mehr Holz. Dann schnappen wir uns mal erstmal alles. Ah ja, Holz. Also wenn ich jetzt so anfange, mit so einer Pornostimme zu sprechen. Oh, ja, geiles Holz. Oh, geil. Oh, getting wood heißt ja übersetzt so viel wie einen harten bekommen. Oh, ich stehe auf Hartholz. Dann meine ich das ganz und gar nicht so, als wenn ich das Projekt nicht ernst nehme. Denn falls es euch aufgefallen ist, das im Hintergrund ist geschnitten. Und dementsprechend ist das nachvertont. Und mir fällt im Nachhinein auf, ich hätte das Kack-Obsidian dann nehmen können. Obsidian? Müsste Obsidian sein. Auf jeden Fall ernten wir jetzt mal ein bisschen vom Feld und okay, wir haben hier unser Fleisch fertig. Dann packen wir da mal das Iron rein. So, ein Iron ist fertig. Schnitt. Zweites Iron ist fertig. Drittes Iron ist fertig ohne Schnitt. Und das vierte, egal. Machen wir uns erstmal ein Eimerchen, dann kann ich nämlich Wasser nehmen. Wasser ist ganz praktisch, um Abgründe runterzukommen und um Felder anzulegen. Und das geht unterirdisch sonst nämlich nicht. Und das war so eigentlich mein Plan ursprünglich. Bis mir dann eine andere Idee gekommen ist, da ich ja sowieso nicht gewinnen kann, weil, also das, was ihr jetzt im Hintergrund seht, das habe ich am Stück aufgenommen. Das ist also alles schon längst passiert. So, mir fällt gerade auf, meine Spitzhacke ist kaputt. Scheiße, ich brauche eine neue Spitzhacke. Also den Crafting Table wieder aufstellen. Und, das Eisen, das reicht nicht. Also, nehmen wir Cobblestone. Cobblestone. Cobblestone geht immer. So, hä? Wo kommt das her? Na, egal. So, jetzt haben wir hier eine... Ach, weg mit den Seeds. Neue Spitzhacke. Damit können wir die Öfen mitnehmen. So. Und den Crafting Table nehmen wir auch wieder mit. Ich sagte, hör auf, dämlicher Auto-Jump. Den Crafting Table nehmen wir, weg mit dem Granit. Nehmen wir auch wieder mit. Und jetzt gucke ich mal, was das fällt. Ah, das wird nichts. Ich glaube, da wird so einiges. Also das wird nicht mehr wachsen. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Weg damit. Das erst recht nicht. Hm, das nicht, das nicht. Ah, das auch nicht. Ah, das. Gut, okay. Ah, und das hier, das dauert auch zu lang. Ich habe keine Zeit. Ich habe schließlich nur 140 Minuten auf dem Server. Danach werde ich gekickt. So, jetzt machen wir noch kurz hier so. So, mal kurz das Feld unbrauchbar machen. Und hier. So. Und, hüp, hüp. So. Das ist jetzt total langweilig, was ich hier mache. Ich springe einfach nur auf dem Feld rum. So, hüp, 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 hüp. Weil im Hintergrund wächst das ja eh weiter. Das heißt, es ist völlig egal. Ich wollte nur meine Spuren verwischen, damit nicht irgendjemand sagt, oh ja, da war ja... Moment, was ist jetzt los? Warum hänge ich hier fest? Okay, das ging ja gerade noch. So. Und hier auch nochmal. Hüp, hüp, hüp. Ach du Scheiße, ich hänge hier schon... Was ist das denn? Ständig irgendeine neue Minecraft-Version und ständig gibt's neue Bugs. Also das kann ja wohl nicht angehen. Jetzt, komm, hier schon. Ja, jetzt, komm. Musste ich echt ein Loch graben. Das kann ja wohl nicht angehen. Naja, ich würde sagen, damit endet auch diese sehr, sehr, sehr langweilige Folge schon wieder demnächst. Denn ich grabe hier jetzt noch so ein bisschen, mal sehen. Da könnten wir Dirt reintun. Dirt. Komm schon, genau, Dirt. So, warum habe ich das hier eigentlich nicht geschnitten? Das hier habe ich geschnitten, aber egal. So, jetzt ernten wir hier noch ein bisschen was und da ernten wir auch noch was. Und jetzt füttern wir noch ein paar Karotten und damit beende ich auch schon wieder die Folge mit dem Blick auf dieses lustige Feld. Ich sage tschüss, wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge. Da passiert vielleicht ein bisschen Action. Spoiler!